Okay, dann. Wollen wir mal gucken, was wir da jetzt in den Kampf schicken. Also, auf jeden Fall Skelettengel. MVP. Der Skorpion ist wieder bereit. Lavas ist wieder bereit. Du bist wieder bereit. Drache oder Goblin? Der Goblin, der hat um einiges mehr Power. Maximal kann man 7 mitnehmen. Einen können wir also noch. Wir haben noch... nicht so viel. Nehmen wir das Bein mit. 2,40 für das Bein ist... Ja, wir nehmen das Bein mit. Warte mal, ich kann das Ding... Ich kann die sowieso nicht hier... Ja, scheiße. Kann ich sowieso nicht. Fuck, das war dumm. Kann ich das nochmal alles... Ja. Okay, ich darf aussuchen, wo. Gut, dann... Stell mich ganz in die Ecke. So. Lavas kommt an die Front. Weil Lavas ist Lavas. Zusammen mit Skelettengel. Du kommst hier hin. So, wie ist es der Rang C? Warte mal, bewegt sich einer von euch diagonal? Warte mal. Du greifst so an. Es ist alles ein bisschen bescheiden. Na gut, müssen wir halt ein bisschen rumtricksen. Okay. Die Musik, ey. Ich duelliere mich. Okay. Einmal ihn hier. Erstmal die Front aufrüsten. Du brauchst 55 und du 50. Also ich kann sowieso nur noch... Ja. Dann du. So, Opa, zeig mir, was du kannst. Er hat nur 5, richtig? Mal sehen. Wie soll ich angreifen? Gar nicht. Ey, dein Kristall sieht aus, als ob du einfach nur einen Haufen Dreck auf so ein Podest gesteckt hast. Okay, Kuribo. Keine Ahnung, was das ist. Eine Raupe. Okay, dann. Warte mal, was hat der da jetzt beschworen? Was ist das hier? Ach, er hat auch einen Arm. Er hat auch ein Ärmchen. Plus 14. Ja, Mensch, er dreht ja... Ach du Scheiße, um sie herum wird das geändert. Ach du Scheiße. Das könnte witzig werden. Und sie können sich nicht am äußeren Rand aufbehalten. Aber besetzte Felder werden nicht, werden nicht geöffnet, werden nicht gedreht. Das könnte noch tricky werden. Ich habe immer noch ein Monster, was ich nicht beschwören kann. Alter. Aber ich bewege meine Viecher lieber schon mal ein bisschen an die Front als... Ja, genau wegen sowas. Hier muss ich ganz genau auf den Boden achten.
Das Gute ist, er schickt Kuriboguard relativ allein an die Front. Das ist... Kann ich mir zum Vorteil machen. So, in... Ja, oh, der, das wird jetzt wehtun. Das wird jetzt schmer... Nicht mal, das Ding hält eine Menge aus. Uiuiui, ja, ein deftiges Kuribo. Okay, okay, okay. Alles noch im Bereich des... Das Ding hat eine Menge HP. Gerade mal einen Erfahrungspunkt gekriegt dafür. Ihn schicke ich mal hier hin. Plus 19, Alter. Das ist perfekt. Ja, oh, perfekt. Das ist ein interessantes Feld, ey. Der Lava ist schon mal sicher. Vorerst. Also da... Weil das Kuribo... Er hat den Fehler gemacht, das Ding alleine an die Front zu schicken. Der Rest seiner Truppe lümmelt ja immer noch da hinten rum. Wie lästig. Ja. Wie lästig. Dein Enkel ist lästig. Du mich ja auch. Okay. Bewegen wir dich mal erst hier hin. Bei dir dauert das sowieso noch, bis wir dich irgendwo hinkriegen. Mit dir hier genauso. Dich können wir jetzt erst beschwören. Okay, dann. Okay, Doki, kein Problem. Es ist noch nicht vorbei. Ich gebe nicht auf. Ja, wir sehen, wie schnell sich das ändern wird. Will er mir jetzt eine runterhauen? Scheiße, tut das Ding weh. Haut er mir jetzt echt mit seinem Arm eine runter? Was geht mit dir? Yo, slap mich mit deiner Kette. Was ist mit dir kaputt? Lavas steckt's weg. Like it's nothing. Alter, I just got fisted. Ich wurde mit einer Kette geklatscht. Ich bin im Vorteil. Shit, ist nicht nah genug, aber trotzdem okay. Das Ding kann nur diagonal angreifen. Wenn ich mich also hier hinstelle, muss ich vielleicht noch einen Angriff abfangen. Aber der Bonus hier bleibt. Oder so. Okay. Oh, mal. Hier, weiter muss ich gar nicht. So bin ich vollkommen in Range. Gehst mal hier hinter ihm. Das Bein ist... Bewegt sich ziemlich flink. Ist ein flinkes Beinchen, muss man ja mal sagen. Never skip Black Day. So, und jetzt kommt der Goblin auch tatsächlich mal... Tatsächlich raus. Ja, das war jetzt ein reiner Positionierungszug. Aber muss ja auch mal sein, ne? Ja, predicted. Das sei mir schon fast gedacht. Aber Lava sät das aus. Jetzt whippt er mich wieder. Jetzt holt Opa den Gürtel raus. Ja, ich weiß. Ne. Dass ein Arm überhaupt für sich selber denken kann, ist immer noch ein bisschen merkwürdig für mich. Ja, guck mal, Lavas. Still standing. Und soweit ich das jetzt sehe, hat er nichts, was irgendwie in Angriffsreichweite kommen könnte, um Lavas zu schaden.
Oder generell. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dass die Kamera sich immer so ekelhaft ändert. Kann die nicht einfach, ne, so bleiben, dass es Sinn macht? Okay, warte mal. Oh, wow. Kann den sogar jetzt schon... Es ist zwar nicht so viel Schaden. Gucken wir mal. Vielleicht können wir Lavas dann noch irgendwie retten. Ich glaube nicht wirklich. Aber vielleicht. Maybe. Just maybe. Vielleicht können wir da noch was machen. Also das ist schon mal guter Damage. Das tut weh in der Börse. Lavas jedoch... Nachteil gegen Dunkelheit. Alleine Nachteil gegen Dunkelheit. Dann wird hier die ganze Zeit von einem fucking Arm gewippt. Oh, das wird wehtun. Aber, wenn ich mich hierhin positioniere... Oder... Na, das ist doof. Weil... Er hier... Genau. Ich schicke einfach mein Bein an die Front. Um Lavas zu protecten. Das funktioniert eigentlich. Das war nicht genug. Stop, ich habe eine Idee. I have an idea. Weil Lavas ist jetzt stark genug, um gegen ihn hier zu kämpfen. Beziehungsweise klatscht ihn weg. Easy. Und dann habe ich nämlich noch eine Idee für Backup. Easy. Und ich kann trotzdem den Wurm da hinten noch angreifen. Und insta-killen. I want to see this. Das Ding will ich wegschneiden. Ich glaube auch langsam, der Kampf ist vorbei, bevor Kobold überhaupt irgendwas machen kann. Ich meine, das Ding wurde jetzt einfach eliminated. Der Typ reitet den Drachen, könnte man sagen. Ja, ich glaube, da diejenigen hier, die kommen schon gar nicht mehr an bis dahin. Die kommen hier schon, die haben gar nichts mehr zu melden, wenn ich da bin. Ja, das sind nur noch zwei Monster. Ich habe keine Ahnung, was ist das hier? Ach du Scheiße. Ei, Karamba. Du kommst auf meine Liste, Cockroach-Krieger. Okay. Ja, der Feuerskelett-Bilbo, der tut weh. Also, dass man sowas von Joey zu Anfang direkt kriegt, ist schon... Ja, wow. Nicht mal ansatzweise. Scheiße. Das wollte ich doch weglassen. Dedu. Und das Bein steht. Kann der angreifen? Der kann nicht mal angreifen. Es ist, ich glaube... Kriegt man das hier schon... Ja, ich schicke ihn mal trotzdem ein bisschen wahrscheinlich. Oder lasse ich ihn da in Ruhe. Es kann auch sein. Boah. Ich will diese Kakerlake sehen, wie sie getreten wird. Komm, tritt auf das Vieh. Ich bin ein Bein. Ich trete dich. Putz. Du, entscheid du, ich bin für beides offen.
So, back to business. Kann hier nicht viel machen, aber das ist auch nicht schlimm. Ach shit, kann ich den hier hinten nicht? Ach, ich kann nur Wurmi angreifen. Und total obliteraten. Alter, total zerstört. Oh, noch mehr Attacke. Du willst dem Dude echt noch mehr Attacke geben? Ja, gerne. Level up. So, und wie kannst du dich überhaupt bewegen? Du kannst nur einen Angriff. Also, du bist echt... Das ist aber eine Menge Attack, oder? Nicht mal. Ist genauso stark wie mein Bein. Die gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich bringe ihn hier trotzdem mal in Sicherheit. Just in case. Ich kann ihn sogar angreifen von hier. Alter, die Kakerlake hat leider nichts mehr zu regeln. Was der Ritter viel... Ja, er hat viel HP. Über 200 ist schon einiges. Ja, der Goblin, der kommt an und die Party ist vorbei. Ich nehme ihn nur noch hier jetzt die letzten Fluchtmöglichkeiten und dann war's das. Na eben, der Kakerlakenritter ist schon eine gute Verteidigung. Na, nimmst du mir mein Bein? Nee, nicht mal. Ich habe es echt geschafft. Es ist nicht ein Vieh, ist nicht ein Monster bei mir zerstört worden jetzt. Ich war unkonzentriert. Wow, just cheesy easy. So, bitte. Meine Güte, die Kamera. Jetzt muss ich nochmal überlegen, für wen ist jetzt... wer braucht die Erfahrung am meisten? Ich meine, jemanden auf Level 3 zu haben, wäre auch schon nicht schlecht. Wobei der Kobold... Ich glaube, warum wir sowieso noch zwei Angriffe? Nö. Dann mach kaputt. Das wird dir den Rest geben. Ich mag dich nicht. Bald solltest du. Mein Yogi, wie er leibt und lebt. Großartiger Kampf. Erstaunlich, dass irgendwie das einzige Problem, was ich hatte, zu Anfang bei Joey war, weil ich das Spiel noch nicht ganz verstanden hatte. Und dann schlicht und ergreifend Duke. Du hast deine Fähigkeiten deutlich verbessert, Duke. Aber du hast dich sehr gut geschlagen. Aber werd nicht übermütig. Der Weg, der vor dir liegt, ist immer noch lang und steinig. Steinig und schwer. Aber ich verspreche dir, ich werde meine Gegner schlagen und das Turnier gewinnen. Ich nehme dich beim Wort, Yogi. Dankeschön. Immerhin sagt er Dankeschön. Alter, ja. Boah. Alter. Nicer Sache. Kannst doch kaum erwarten, wenn die Biester sich endlich mal entwickeln. Endlich digitieren. Jetzt hat der Laden übrigens neue Waren. Okay, das machen wir jetzt noch. Erstmal kriegt hier jeder nochmal mehr Erfahrung. Skill-Engel. Bevor mich wieder jemand judged. So, wir nehmen den Arm und wir nehmen den Kakerlakenritter, weil den anderen Kram haben wir schon. Damit haben wir den ersten Bereich geschafft. That's nice. Deswegen, ich gucke jetzt da nochmal, was der Shop jetzt Neues hat. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme hier und machen dann morgen nochmal mehr Yu-Gi-Oh! Weil ich habe Spaß an dem Spiel gefunden. Das ist schlimm. Das wird noch richtig witzig nachher. Kriegt da so richtige Forbidden Memories und Duelist of the Roses Feelings. To be honest. Ich meine, ich liebe auch so ein ganz normal übliches Yu-Gi-Oh! So ist es ja nicht. Ihr kennt mich. Aber... Ne?
Bereich abgeschlossen. Ah, Bereich 2. Nur mal reingucken, wer das erste Opfer. Ja, Weevil. Alter Stammwald. Ja, das könnte doch witzig werden. Weevil wahrscheinlich wieder mit 10.000 Wald. Wobei, es ist Wald. Ich werde wahrscheinlich sein gesamtes Deck einfach nur niederbrennen. Wo ich einfach alle Feuermonster, das ist gut. So, mal gucken. Bereich 2 sind die Rivalen, also so Rex Raptor. Das wird noch witzig. Du hast einen tollen Start hingelegt. Ja, ich habe ein paar Kämpfe gewonnen und habe Monsterpunkte gesammelt. Schön. Ich habe ein paar neue Monster für dich zusammengestellt. Oh, bevor ich es vergesse. Ich muss dir sagen, dass die Monster, die du von mir bekommst, nicht immer die gleichen sein werden. Ich empfehle dir, sie dir genau anzuschauen. Okay. Und um welche Monster genau geht es dabei? Wo bliebe der Spaß, wenn ich dir alles schon verrate? Finde es selber heraus. Oh, eine Sache noch. Aha. Wenn du Monster hast, die du nicht mehr länger brauchst, kannst du sie gegen Monsterpunkte eintauschen. Das hatte ich sogar wähle vor. Verkaufen aus dem Menü und wähle die Monster, die du nicht mehr brauchst. Ah, ich verstehe. Das werde ich jetzt nämlich auch mal vorher machen. Was möchtest du gerne tun? Was? Du kannst nichts mehr verkaufen. Verarschen? Muss ich die erst aus meinem Deck nehmen, oder was? Also aus meinem Deck. Deck. Weil wenn ja... Ach so, wahrscheinlich, weil echt hier... Es wird noch dauern, bis ich die alle voll hab. Einmal kann das Kuribo hier rausschmeißen. Ich kann... Generell alles, wo ich noch nicht wirklich was investiert habe. An Zeit und Erfahrung. Okay, ihr beide seid eventuell nochmal nützlich. Euch brauche ich vielleicht noch. Kappa. Weißt du was, Kappa? Du hast mich zutiefst enttäuscht. Nur mal so. Lavas still MVP. Gravas will ever be remember you. Aber der Rest, den Arm, lassen wir mal. Der ist gar nicht mal schlecht gewesen. Können wir die anderen beiden nämlich verkaufen. Und Angel, das Meme gucken wir nachher mal an. Generell, ich würde sagen, wir springen gleich mal noch zu ein bisschen Skyrim. So schlicht und ergreifend den Abend noch ein bisschen ausklingen zu lassen. Aber, Ich frage mich... Ist es ein... Das ist richtig. Aber meinst du kannst das Potenzial dieses Monsters voll ausschöpfen? Natürlich. Wer nicht mit jedem Monster umgehen kann, hat es nicht verdient, Champion zu sein. Wow. Das ist die richtige Einstellung, Yugi. Dann werde ich es dir für deine Monsterpunkte eintauschen. Du wirst es mir nicht kostenlos geben? Ich bin nicht die Wohlfahrt, nicht mehr für dich. Oh. Wenn du es willst, musst du es dir verdienen. Ja, danke auch, Opa. Was möchtest du gerne tun? Ich möchte dich verkaufen. Das ist ein bisschen was. Kappa hat mich enttäuscht. Was möchtest du gerne tun? So, was hast du... Ach du Scheiße, Zeitzauberer. Hat das Ding auch einen Effekt jetzt wirklich? Warte mal. Nö. Jesus, damn Movements. Kapselrang D? Dich hätte ich gerne. 2 und 2. Na gut, ich meine, es zeigt auch was nicht so stark, aber er bewegt sich ziemlich flink. Ich glaube, später gibt es Monster, die Skills lernen können. Das könnte noch witzig werden. Glücksanhänger. Genin. Was ist das denn hier? Der Movement, though. Wie viele Lichtmonster... Alter, wie viele Lichtmonster hat der jetzt hinzugefügt? Nadelball, wunderbar. Der Kobold hat uns... Oh mein Gott!
I want. Ist mir scheißegal, wie teuer der ist. Ist der beiberufene Totenkopf. Natürlich will ich den. Alter Verwalter. Ding ist teuer. Im Fight aber... Pui, 280 PP. Was war allein das schon? Das Ding knüllst. Kannst du ja auch gar nicht mal... vor allem hohen Angriffsradius. Also, na, was heißt hier? Ist auch eine Glaskanone, aber ich liebe Glaskanonen. Den hab ich. Oh! Schau mal einer, guck. Ach, weißt du was? Dich kaufe ich auch mal. Der bewegt sich 3. Flinker Dude. Pinguinsoldat. 2 und 1. Oh, das ist nicht gut. Der große Weiße, das ist wiederum was anderes. Ist auch so ein kleiner Sniper, dieser weiße Fisch hier. Der Lavas sowieso. Lavas vertraue ich. Babydrache. Halt! Kann ich Babydrache mit Zeitzauberer fusionieren? Ist das ein possible Ding? So oder so, ich kaufe mir den kleinen. Nadelwurm. Ja, nee, mit Sicherheit nicht. Was Wald angeht, bin ich echt gut bedient. Okay. 175 nur? Echt jetzt? Ich dachte, der hätte mehr, aber ich kaufe ihn trotzdem, weil ich das Geld über habe. Ich meine wirklich, kann man... aber nur wenn beide auf einem bestimmten Level sind. Das heißt, ich muss beide quasi trainieren. Ich dich noch mit dazu. Du hast eine Menge PP. Ja, komm. Sogar mehr als der hier. Und mehr Schaden sogar. Ach komm, und einen großen Weißen, weil wir das Geld gerade haben. Ja, sonst soweit. Ja, soweit bin ich damit zufrieden. 7 neue Karten im Deck. Was möchtest du gerne tun? Ich würde dich verkaufen, Opa. Ich mag dich nicht. Du bist Arsch. So, aber ich glaube, ich muss die jetzt ja noch einfügen, ne? Ich schätze mal, ich muss die noch da reinpacken. Die hat er jetzt mir nicht direkt reingegeben. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ihn hier. Oh ja. Super cool. So, einmal alles rein. Alles rein, was keine Miete zahlt. Und du auch, komm. Wir haben ja noch 2 volle Seiten frei. Und ich meine, sowas im Repertoire zu haben, ist immer gut. Ich sehe da jetzt keinen Nachteil mit drin, so viele mit sich rumzuschleppen. Beide mindestens Level 2, weil wir müssen selbstverständlich beide auf dem Feld sein. Andere sagen es, und das Internet ist sich nicht einig. Das ist jetzt ein Problem. Ich lese es mal in der Anleitung nach, da wird es bestimmt drinstehen. Ich lese es zum nächsten Mal denn in der Anleitung nach und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Denn das, was wir heute hier von Yu-Gi-Oh! Capsule Monster gedönsen. Geiles Spiel und ich freue mich jetzt schon darauf, wie es weitergeht, auch wenn es nachher wahrscheinlich richtig assi schwer wird. Auf jeden Fall für euch auf YouTube jetzt. Bis zum nächsten Mal und see ya, Leute. Pada-ba.